Erzähl nochmal, wie hyped bist du auf der Stage heute zu spielen? Sehr hyped. Gute Stimmung im Stream schon gewesen gerade. Und ja, wir freuen uns alle. Hast du auch ein paar 7-1-Witze? Nee, das nicht. Das traue ich mich hier nicht. Online. Alle da? Ja, das stimmt. Erst nachdem, wenn alle Spiele durch sind, wissen wir, wann wir spielen. Ja, das ist das Problem. Ja. Mal. Die haben einen Vorteil, das ist die Crowd, aber die haben auch einen Nachteil, das ist auch die Crowd. Warum? Die sind zu adrenalinlastig, okay? Die werden Runden nicht closen können. Das heißt, ja, jede Tour- und Vorsituation feedet einer von denen und auf einmal ist es nur noch 2-3 und dann spielen wir es locker runter, okay? Ja. Die sind sehr adrenalingeladen. Die haben nichts zu verlieren, die haben alles zu verlieren, okay? Jeder erwartet, dass die Top 8 große Laden dahin kommen müssen. Von uns erwartet niemand etwas. Das ist eine absolut ausgeweitete Situation. Das wird übertrieben geil sein, wenn die ganze Halle auf einmal still ist. Die werden auf einmal still sein. Die Runde sind still. Die Runde sind still. Die ganze Zeit. So, I'm here with Sin from Big and we're gonna ask him a few questions. First of all, thanks for your time, Sin. Thanks for being here. And I have actually a first question. How does it, like you're here in the crowd in the background right now. So, does it intimidate you a bit? Yeah, obviously, we just came here a few hours ago. The atmosphere is amazing. It doesn't intimidate me. I'm just really excited to play on the stage in an hour, I think. And like, I'm really excited. It pushes me even more to play this great game against obviously a lot of Brazilian fans. But like, as I said, I'm excited to play. Sag mir, cheer, definitely alle. A great experience. Thank you so much for your time. Aber ja. Ohne, did you say anything else? Ja, nochmal dickes Danke an Sindro und viel, viel, viel Glück und viel Liebe vom Chat und von mir. Bitte. Come on!
ist, wieder mal, aber wir haben gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt. Der hier hat alles gegeben. Safe. Wir haben es geschafft, aber es ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Aber Big Style wieder mal. Hä? Wieder mal ein Big Style gewonnen. Aber eigentlich Reverse Big Style. Reverse Big Style, ja. Comeback, auf einmal geschafft. Ja. Hast du ja auch bis Front gesehen, CT? Ja, natürlich. Geisteskrank. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Kein Team hätte dieses Comeback gemacht. Auf Hometown 12. Wie stand's? 13-3. 13-3. Ich schwöre, ich dachte, manchmal denke ich so, die Powers, ne? Die sind so obvious. Aber die gehen da hoch, keiner guckt irgendwas. So. Zweimal das damit. Pressure, so. Ich dachte auch letzte Runde, ey, das war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben, also gar nichts gemacht. Wir haben nicht den Smoke Mode und nichts gemacht. Und trotzdem kommt er da einfach so hoch zu drücken. Ich dachte tatsächlich sogar, wenn der Spielstand nicht so wäre, dann wäre er schneller. Ja. Das hat die Lücken nicht ausgenutzt. Die habe ich auch richtig ausgeruht. Du warst so, ich dachte, du sollst. Ich habe daran gar nicht gedacht. Ich hab gestern zu ihm gesagt, geil. Wenn ich morgen einen Ace mache. Nee, er hat gesagt, wenn ich einen Ace mache, soll ich so machen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, aber nur wenn ich einen Ace mache. Und ich dachte, ich habe einen Ace gemacht. Ich so, holy boo. Sehr geil. Und dann, ach du Scheiße. Genau so. Aber. Die wissen ja nicht, mit wem ich das gemacht habe. Ja, ich gucke nur hinten, ich denke mir so, Alter. Magnus, du hast mental und du hast physisch was du hast. Du hast so vom Körper, also von der Körpersprache was du hast. Nicht nur von der Sprache, das ist so sick. So geil. Ich hab so, Christian gesagt, Christian, das wird Overtime. Hat er gesagt, niemals. Niemals. Und dann wird es doch Overtime. Und dann hab ich gesagt, jetzt holen wir es. Und dann hab ich gesagt, ja, mal schauen. Und dann hab ich ihm nach dem Spiel gesagt, na, wie war's? Dann sagt er ganz kalt, Hexe. Gehen so dahin, so voll. Elias, wie fühlst du dich? Sehr gut, Mann. Das war auf jeden Fall ein geiles Game. Ein geiles Comeback. Und die Arena ist insane, Alter. Die Arena ist übertrieben krass. Ist besser als Academy League, sagst du? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Aber der Sieg fühlt sich sehr gut an. Diesen Comeback. Christian, erzähl doch mal, wie hast du das Spiel erlebt? Schlimmer als selber zu spielen. Da war ja eine super Stimmung in der Halle. Und dass man es dann noch geschafft hat, irgendwie so ein Comeback hinzulegen und dann in der Overtime das Ganze da noch rumzureißen. Also wir haben die vom Start weg eigentlich, glaube ich, die Piste geholt, die zweite, und danach lagen wir einfach sehr die ganze Zeit hinten. Und der Support von Nuran Ozan hier direkt rechts neben mir, der hat natürlich am meisten gebracht und dafür gesorgt, dass das Team wieder so gut zurückgekommen ist. Wir haben jetzt gerade unser erstes Spiel gegen Furia durch, geisteskrankes Spiel, einfach in der Overtime noch gedreht. So ein Comeback habe ich Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg wieder in die Arena, wir sind gerade nochmal kurz nach Hause gefahren, haben was gegessen, ein bisschen gechillt und fahren jetzt wieder in die Arena und spielen jetzt unser zweites Spiel gegen Bad News Eagles. Das wird auch wieder ein Kram. Ich habe richtig Bock. Und Jutta auch richtig Bock. Ich weiß noch nicht genau, ob wir on stage spielen oder nicht, aber ist egal, weil wir werden, egal wo wir spielen, gewinnen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn das nicht passieren sollte, dann schneiden wir das nicht rein. Der da wird jetzt ein sehr heftiges Spiel abgefangen. Der NPC. Das ist kein NPC, Mann. Das ist Main. Das hat sich heute wieder mal gezeigt. Sogar im Auto, mit Handyproblemen. Ich glaube, Bege gewinnt das Veto immer. Guck mal, die laden gerade die Demo für uns hoch, damit wir direkt auf Noesis analysieren können. On the run, Alter. Eine Minute. Ubuntu, ein Team. Ganz big. Double peek, Regan drops the incendiary. Sin looking for his kill towards mid. Easy pickups. He just continues to fight.
Ja.